So, Gerda, wir schauen uns jetzt gleich dein Gespräch an auf Video. Ich werde an bestimmten Stellen anhalten, um dir eine Rückmeldung zu geben, wenn was nicht so in Einklang war mit den Prinzipien der gewaltfreien Kommunikation. Wenn du möchtest, kannst du auch Halt rufen. Und an manchen Stellen gebe ich dir Gelegenheit, das ein oder andere alternativ auszuprobieren. Okay, danke. Ja? Und dann schauen wir jetzt mal rein. Na Gerda, du, wie war es denn im Urlaub? Oh, du, ich sag, das schön war's. Und was mir am meisten beeindruckt war, war Hiddensee. Und wie wir hinkommen sind, war schon ganz eine andere Atmosphäre. Und ich habe das empfunden, dass das daher kommt, es ist eine autofreie Insel. Es gibt nur eine Straße. Da fahren Radlfahrer und eventuell die Rettung oder irgendwelche Zubringerdienste. Und das war eine Qualität, die hat mich tief beeindruckt. Du, also ich bin ja Computertechniker, also ich bin mit dem Auto da rumgefahren, im Außendienst, eigentlich wie ein Verrückter, ja. Ja, und bitte, was hat das jetzt mit dem zu tun, was ich dir gesagt habe? Wenn du so eine Frage stellst, Fragen haben ja immer zwei Qualitäten. Das ist einmal, das nennt man unschuldige Fragen, die stelle ich, weil ich etwas besser verstehen möchte. Und dann suche ich eine Antwort. Und Fragen benutzen wir im Alltag aber auch häufig, um versteckte Aussagen zu machen. Wenn du sagst, und was bitte hat das mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe, klingt nicht wie eine unschuldige Frage. Und von daher würde ich es für sinnvoll halten, dass du an der Stelle die wesentlichen Informationen gibst. Also du hast von den vier Schritten jetzt die vierte, nämlich die Bitte um eine Rückmeldung. Und ich nehme an, du hast auch eine emotionale Reaktion gehabt, als er das gesagt hat. Ja, und wie? Genau. Und bestimmte Werte und Bedürfnisse sind dabei zu kurz gekommen. Jetzt probier das mal alternativ, so wie du es im Einführungsseminar kennengelernt hast, klassischen vier Schritte. Da muss man jetzt ein bisschen weiterhelfen noch. Genau, erstens ist die Wahrnehmung. Wenn du direkt im Moment auf etwas reagierst, was jemand anders gesagt hat, reicht es sagen, wenn ich das höre oder wenn du das sagst. Wenn du das sagst. Wie geht's dir damit? Was ist deine emotionale Reaktion? Moment, jetzt habe ich nicht verstanden. Ich sage, wenn ich dich höre, dann bin ich nur sprachlos. Bin ich sprachlos, weil? Und was sind deine Werte und Bedürfnisse, die dabei zu kurz gekommen sind? Die habe ich in dem Moment des Gesprächs überhaupt nicht gewusst. Mhm. Genau. Und aber das jetzt hat mich noch sprachloser gemacht. Genau. Und nachdem ich ein bisschen über diese ganze Situation nachgedacht habe, ist mir dann vorkommen, dass ich überrumpelt war. Was eher deinen emotionalen Zustand und Reaktion beschreibt, überrascht. Ja, überrascht. Verblüfft, fassungslos, sprachlos. Sprachlos, hilflos auch. Mhm. Und nicht gehört. Mhm. Nicht gehört ist kein Bedürfnis, aber wenn du so ein Urteil hast. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass auf mich eingegangen worden wäre. Mhm. Das heißt, nehmen wir mal an, er wäre auf dich eingegangen. Ja. Welches Bedürfnis von dir wäre dadurch erfüllt worden? Was hätte dir das bedeutet oder gegeben? Es hätte mir bedeutet, dass ich wahrgenommen worden wäre. Mhm. Das ist das Gleiche nochmal in anderen Worten. Ich mache meine Vermutung und du sagst, ob da was zutrifft. Wenn du die Sicherheit hast, du wirst hier wahrgenommen, ist das für dich auch ein Ausdruck davon, da interessiert sich jemand für dich? Du kannst spüren, dass jemand Interesse an dir als Person hat und dem, was du erlebt hast? Insofern macht mir das nicht ganz zufrieden, weil die Frage allein, wie war es im Urlaub, vermeintliches Interesse signalisiert. Mhm. Und wenn dann die Antwort kommt, dann ist überhaupt nichts mehr da. Also das heißt, das kriegst du beides nicht zusammen. Ja. Klingt danach, dass du verwirrt bist.
Auch und du würdest so gerne besser verstehen, wie passt denn das zusammen, genau, die beiden Signale? Ja. Einerseits fragt er, Frage, genau. Und an der Reaktion merke ich, kriegst du eine andere Botschaft. Da ist so Diskrepanz zwischen der Frage und der Antwort auf meine Antwort. Okay, schauen wir mal, ob wir das nochmal in die vier Schritte kriegen. Ja, bitte. Das heißt, es ist nicht nur die Antwort, sondern dass du auch vorher noch die Frage im Ohr hast, wie war denn dein Urlaub, wie geht's dir denn? Ja, genau. Mhm. Das heißt, es sind zwei Wahrnehmungen. Wenn du mich erst fragst, wie war denn der Urlaub, ja, und ich erzähle dir und dann höre ich deine Reaktion, ja, gerade, ja, bin ich verwirrt. Weil, was ist dein Bedürfnis, wenn deine emotionale Reaktion verwirrt ist? Was brauchst du dann? Klarheit. Klarheit. Wie du es zusammenfasst. Ja. Okay, und jetzt eine konkrete Bitte. Was könnte er tun oder sagen, was dein Bedürfnis nach, jetzt verstehe ich, wie das zusammenhängt, erfüllen würde? Eine Erklärung geben. Genau. Kannst du mir sagen, wie das zusammenpasst? Ja. Gut, jetzt probier es nochmal in deinen Worten, damit es ins System reingeht. Ja, wenn ich höre, auf der einen Seite, du fragst mir, wie es im Urlaub ist, ich erzähle dir und du gibst als Antwort, du bist vor 15 Jahren mit dem Auto wie ein Wahnsinniger durch die Gegend gefahren, dann verstehe ich den Zusammenhang zwischen Frage und Antwort überhaupt nicht und bitte kannst du mir da helfen, dass ich das verstehe. Mhm. Genau. Und das Helfen würde in der Regel reichen, spezifisch genug. Noch sinnvoller wäre sagen, kannst du mir dazu was sagen, damit ich es besser verstehe, damit ich das zusammenkriege. Ja. Mhm. Genau. Gut. Und diese vier Informationen, anstatt nur die Frage zu stellen, was soll denn das jetzt, ja, würde also die Wurzeln dran lassen. Die würden, ja. Mhm. Ja, das kann ich verstehen, aber das geht so blitzartig, dass ich da wirklich noch mehrere Einführungsseminare brauche. Genau, aber deswegen üben wir es ja gerade. Ja. Ja. Okay, dann schauen wir mal weiter. Ja? Bitte. Ah ja, ich habe jetzt gedacht, ja, weil wir da nur Fahrräder sind und ich halt mit dem Auto da fahren muss, da ging mir so durch den Kopf. Aber ich weiß überhaupt nicht, du hast nie gefragt, was mich im Urlaub beeindruckt hat oder wie es mir gefallen hat. Ja, das hast du auch erzählt. Und wie hast du das aufgenommen? An der Stelle, wie hast du das aufgenommen? Das wäre natürlich eine sinnvolle Bitte. Auch ganz am Anfang oder wenn du sowas immer wieder erlebst. Denn wenn du nur was erzählst und der andere sagt, ja, jetzt hast du es erzählt, jetzt erzähle ich dir von mir etwas. Und dann würde es dir die Sicherheit geben, dass ihr bei dem Thema bleibt. Sagen, wie ist das für dich, wenn ich dir das erzähle? An der Stelle. Also, eine sinnvolle Bitte. Jetzt schauen wir mal, wie der andere darauf reagiert. Ja, also freut mich, wenn es dir so mit Fahrrad gefällt. Ich habe halt gleich ans Autofahren denken müssen. Du hast gesagt, wie ist das bei dir angekommen? Jetzt hat er etwas von sich mitgeteilt. Nämlich, freut mich für dich, wenn dir das gefällt. An der Stelle. Dann schwenkt er wieder um und erzählt etwas von sich. Wenn du jetzt möchtest, dass der Fokus bei dem bleibt noch eine Zeit lang, dann wäre es gut, wenn du an der Stelle sofort einhakst. Wie geht es dir denn damit, wenn du jetzt von ihm hörst, er freut sich da für dich, dass es dir das so gut gefallen hat? Ist das etwas, was du dir gewünscht hast, zu hören von ihm? Das ist bei mir gar nicht richtig angekommen. Mhm. Und aber jetzt haben wir es ja gerade nochmal angeschaut. Jetzt spür doch mal nach, ob das ist. Sag, genau das hatte ich mir eigentlich gewünscht oder erwartet. So eine Reaktion. So, hey, freut mich, dass dir das so gut gefallen hat. Ich muss jetzt so zur Ursprungssituation und zu der nachgestellten Situation. Schau mal, dass du das raushältst, aha, die Erinnerung, aha, wie war es wirklich. Ja. Sondern wir haben ja nur diese Szene jetzt hier. Ja. Ja. Und wenn du sagst, naja, wenn er so reagiert auf meine Schilderung, ich musste mit dem Auto fahren, sowas, da hat dir was gefehlt. Und jetzt spür doch nochmal nach, wenn er
auf deine Frage, wie ist das denn für dich, wenn ich dir das sage? Und er sagt, hey, es freut mich gerade, dass dir so gut gefallen hat. Ob das was ist, wo du sagst, das hätte ich mir eigentlich gewünscht. Oder vielleicht gibt es ja auch noch etwas anderes, wo ich sage, nee, ich möchte noch was ganz anderes. Ja, ich glaube, es ist nur was anderes, aber ich kann nicht sagen, was. Mhm. Vielleicht die Nachfrage, was es noch mit mir gemacht hat auf der Insel. Also mehr einsteigen auf das, auf die Befindlichkeit. Mhm. Das heißt, eine Möglichkeit, wie du spüren könntest, da gibt es wirklich ein Interesse, ist, wenn ihr jetzt entweder empathische Vermutungen anstellt, und das hat dich innerlich ganz ruhig gemacht, sowas. Ja. Mhm. Lass uns mal hinschauen. Der Unterschied zwischen dem, was er gerade gesagt hat, mich freut das von dir zu hören, dass es dir so gut gefallen hat, der teilt etwas von seiner Reaktion mit. Eine empathische Vermutung wäre, dass er mit der Aufmerksamkeit noch bei dir ist. Bei mir bliebe. Ja. Und da war dir innerlich ganz friedlich zumute. Ja. Mhm. Wenn da nur Radler rumfahren in einer ganz seltenen Auto. Und es war wirklich eine andere Atmosphäre dort. Und diese andere Atmosphäre mehr hinüberzubringen und das, was dahinter steckt, das mitteilen zu können, das wäre so ein Wunsch. Mhm. Gut, das mitteilen können ist ja deine Aufgabe. Ja? Aber es klingt so, dass du sagst, ich würde mir leichter tun, wenn ich spüre, dass die Aufmerksamkeit bei mir eine bliebe. Zeit lang bei mir ist. Mhm. Und gibt es ja drei Bitten, die du aussprechen kannst. Die eine ist die um eine Rückmeldung, was hast du verstanden, worum es mir geht. Die zweite Art von Bitte, die auch mit der Pflege der Beziehung zu tun hat, ist, du sagst, wie ist das für dich, wenn du das hörst? Das war die Frage, die du gerade gestellt hast. Wie nimmst du das auf? Mhm. Und die hat er beantwortet. Wenn du dir also klar bist, du sagst, ich möchte, dass die Aufmerksamkeit bei dem bleibt, was mich gerade innerlich bewegt, dann könntest du ein Stück Verantwortung übernehmen, indem du sagst, was hast du denn gerade verstanden? Ich hoffe, ich konnte es klar rüberbringen, was mich da so fasziniert hat. Aber ich bin nicht sicher, ob ich es klar ausgedrückt habe. Was hast du denn verstanden, was mir da so gut getan hat? Dann könntest du unterstützen, dass er mit seinem Fokus bei dir bleibt. Mhm. Das nachvollziehbar? In der Theorie ja, aber in der Geschwindigkeit. Auch wenn ich es jetzt noch nachdenken und nachsprechen wollte, merke, dass ich noch viel Übung brauche. Mhm. Willst du es selber nochmal probieren, so, damit du diese Variante reinkriegst? Ja, das werden wir. Mhm. Mhm. Erzähl nochmal zwei, drei Sätze zu dem, was dir da so gut getan hat. Und dann stell diese Art von Bitte, nämlich die um eine Rückmeldung, was beim anderen angekommen ist, was dir da so gut getan hat. Mhm. Ich bin dein Gegenüber und du startest nochmal eine Kurzversion, was hat dir gefallen im Urlaub und dann die Bitte um eine Rückmeldung. Mhm. Wie war es denn im Urlaub? Oh, es war wunderschön. Am meisten beeindruckt hat man die Ruhe auf der Insel, die darauf zurückführt, diese ganz besondere Qualität, dass keine Autos gefahren sind und dass damit einfach eine andere Atmosphäre entsteht. Kannst du das nachvollziehen, was mich da so beglückt hat? Oh ja, ja, ja. Mhm. Ich habe jetzt auf deine Frage so reagiert, wie du das vermutlich im Alltag häufig bekommst, nämlich wenn du eine geschlossene Frage stellst, kannst du das nachvollziehen, was mich da so berührt hat? Dann ist diese Frage mit Ja oder Nein beantwortbar. Das nennt man eine geschlossene Frage. Das gibt dir wenig Vertrauen, dass der andere wirklich in Kontakt ist mit dem. Stell es nochmal offen. Was hast du denn verstanden? Also nicht eine Frage, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Was hast denn du davon verstanden, was mich so berührt hat? Also was bei mir in erster Linie angekommen ist, dass du die Ruhe so genossen hast. Mhm. War das, weil es dir selber dann innerlich so eine Ruhe gegeben hat? Und da innerlich so einen Frieden gefunden hast? Das berührt dich gerade sehr. Ist das die Qualität, nach der du dich sehnst im Gespräch? Mhm.
wenn es nicht automatisch kommt, du sagst, das würde ich mir wünschen, dass unser Kontakt so ist, dass das von Haus aus kommt, dann hast du jetzt die Möglichkeit, das bewusst einzusetzen und sagen, ah ja, wenn ich möchte, dass der andere wirklich versteht, um was es mir dabei geht, dann ist das eine Art, wie du darum bitten kannst. Was hast du denn verstanden, worum es mir geht? Was ist denn bei dir angekommen? Du kannst mir nochmal in deinen Worten sagen, was bei dir rübergekommen ist. Gut, dann schauen wir mal, wie das Gespräch weitergelaufen ist. Du merkst, ich bin fassungslos und eigentlich auch sprachlos. Ja, was habe ich denn jetzt so Schlimmes gesagt? Nein, Schlimmes überhaupt nichts, aber die Kluft zwischen dem, was ich dir erzähle und was du antwortest, die ist für mich fast zu groß, wenn ich jetzt so hinhöre. Jetzt hast du gerade gesprochen, wie du es erlebt hast, nämlich, dass da eine große Kluft ist zwischen dem, was du gerne mitteilst, und dem, was sie dir wünscht, was dann zurückkommt, zu dem, was du gerade erlebt hast, was zurückkommt. Wenn du die Kluft beschreibst, was ist denn deine Sehnsucht, dein Wunsch, dein Anliegen? Dass die Kluft kleiner ist, oder überhaupt nicht vorhanden. Sondern? Statt Kluft, Verbindung. Verbindung, genau, das ist das Bedürfnis. Das heißt, du wünschst dir, dass da eine Verbindung entsteht, dass jemand wirklich in Kontakt kommt, was dich da innerlich bewegt und berührt hat. Ja. Und da hätte ich mir gewünscht an der Stelle im Gespräch, dass du dabei bleibst. Du hast, nachdem du gesagt hast, da erlebe ich so eine Kluft, die ist fast zu groß für mich, kann ich kaum überbrücken. Und dann hast du dich dem anderen zugewendet und sagen, worum geht es denn dir? An der Stelle hätte ich es sinnvoll gefunden, wenn du noch ein bisschen hartnäckiger dranbleibst an dem, was du brauchst in dem Gespräch, was zu kurz gekommen ist. Bevor du dich dem anderen zuwendest, sag, was brauchst du denn? Und auch hier das Mittel der Wahl, wenn das nicht automatisch kommt, um eine Rückmeldung bitten. Ansonsten, dass du auch die Bereitschaft hast zu hören und sagen, was bewegt dich denn da dran? Möchtest du etwas mehr von dem erfahren? Habe ich sehr geschätzt, von der Haltung her. Wenn du allerdings so eine Frage stellst, ist es sinnvoll aus meiner Sicht, dass du dem anderen die Gelegenheit gibst, darauf zu antworten. Du hast es wieder ein Stück entwertet, indem du gesagt hast, ja, das hast du mir schon so oft erzählt. Kann ja gar nicht sein. Also der andere ist die Autorität, der entscheidet, ob an deiner Vermutung irgendwas dran war oder nicht. Möchtest du gern, dass ich mehr von dir weiß? Obwohl, das hast du mir ja schon x-mal erzählt, dass du Computertechniker warst und im Außendienst. Aber um was geht's denn wirklich? Ja, oh je, das habe ich jetzt nicht gewollt, dass du dir jetzt da so Gedanken machst. Ich wollte halt einfach... Naja, es war halt das Erste, was mir eingefallen ist, um was zu sagen. Ja, da habe ich dann meine Probleme, wenn du sagst, du antwortest nur, um irgendetwas zu sagen. Solange wir eine Idee im Kopf haben, der andere macht das nur weil... ist das immer ein Zeichen davon, dass wir wirklich nicht in Kontakt sind mit dem, was den anderen Menschen gerade bewegt und was der braucht. Und das wäre eine Gelegenheit, etwas tiefer zu schürfen. Lass uns mal da hinschauen. Wenn der andere sagt, ja, ich halt um was zu sagen. Das ist etwas, was er tun kann. Ja. Das ist noch nicht das Bedürfnis, denn Bedürfnisse sind immer abstrakt. Wenn er sagt, ja, ich wollte halt irgendwas sagen, was vermutest du, ist das Anliegen dahinter? Ja, gehört zu werden, also er möchte gehört werden. War nicht meine erste Vermutung? Es abschwächen, dass die Kluft so groß war. Also, dass es nicht so ernst meint. Also das war ein Teil von dem, dass er ein Bedauern ausgedrückt hat. Er hat gesagt, oh, ich wollte jetzt nicht irgendwie so eine Schwere ins Gespräch bringen.
Und dahinter ist das Bedürfnis, ich wollte gern, dass es leicht bleibt zwischen uns. Mhm. Ja. Und wie hat er denn versucht, dazu beizutragen, dass es leicht bleibt? Ja, ich habe das halt einfach so gesagt. Mhm. Also meine Vermutung ist, offensichtlich ist eben ein Gespräch, wo eine ganze Zeit lang nur einer spricht, eher unangenehm, weil er sagt, ich möchte auch zu einem Gespräch beitragen, ich möchte zu einem Gesprächsfluss beitragen. Und meine Art war halt, ich habe meine erste Assoziation, meinen ersten Gedanken, der mir im Kopf gekommen ist, den habe ich halt angeboten, als das mein Beitrag, dass hier ein Gespräch stattfindet. Wie geht es dir denn mit der Idee? Ändert das was? Sie macht mich nicht gerade froh, diese Sichtweise. Dass er etwas beitragen wollte zum Gespräch? Auf diese Art und Weise, nur da sage ich halt irgendwas. Sage ich halt irgendwas, wenn du mal einen Moment nachspürst und sagen, da ist jemand so, oh, ich glaube, jetzt wäre ich dran, irgendwas zu sagen, was sage ich denn? Und dann sagt er halt das Erste, was ihm einfällt. Er sagt, mit der Strategie bin ich nicht einverstanden. Die Frage ist, kannst du dich mit der Absicht, mit der Motivation verbinden? Dass jemand aus der Hilflosigkeit, oh Gott, Gott, was sage ich denn? Ich glaube, jetzt sollte ich auch mal wieder was sagen. Ja, das kann ich, da kann ich einsteigen. Genau. Mhm. Und wenn wir das tun, dass wir nicht hängen bleiben auf der Ebene und sagen, das macht der nur. Sondern sagen, das ist die Absicht. Und wir können die Absicht wertschätzen, obwohl auf der Verhaltensebene mir nicht gefällt, sagen, welche Strategie er gerade gewählt hat. Dann hören wir auf, Urteile über ihn zu haben. Dann kann man sagen, danke für dein Bemühen, hier einen Beitrag zu leisten. Und ich möchte gerne jetzt sagen, wie ich mir ein Gespräch vorstelle und was ich brauche, dass ich mich im Gespräch wohlfühle. Was mir die Sicherheit gibt, es gibt ein echtes Interesse an dem, was mich bewegt, was mich berührt hat, was ich erlebt habe im Urlaub. Das ist nachvollziehbar? Das ist nachvollziehbar, ja. Mhm. Und wie geht es dir gerade so? Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ist es schwer. Mhm. Ja. Das und das war jetzt eher Gedanken drüber, aber wie geht es dir gerade? Stimmt, mit traurig. Mhm. Und bist du gerade traurig, weil? Weil es für mich so unerreichbar scheint, dass ich das lerne. Mhm. Und du hättest gerne nur mehr Zuversicht. Du sagst, es macht so Sinn, aber ich wäre gerne da schon ein Stück weiter. Und ob? Und ich hätte gerne Hoffnung, sagen, dass ich da auch hinkomme. Das in dem Moment zu sehen und selber was dazu beizutragen. Ich würde dir gerne noch eine Anregung geben, nämlich, dass du gerade dran bist an dieser Trauer und sagst, Mensch, das tut richtig weh, mir das anzuschauen und ich würde mir wünschen, ich hätte mehr Zuversicht, mehr Hoffnung, diesen Schmerz zu spüren. Das ist in der Regel die Antriebskraft, die uns dahin bringt, wo wir hinwollen. Mhm. Nährt das ein Stück mehr Zuversicht? Ja. Ja. Das finde ich sehr wertvoll, weil das in der Regel von einer Münze die beiden Seiten sind. Der Schmerz ist die eine Seite der Münze und die andere Seite ist, der Schmerz ist ein Ausdruck, ja, vor allem der Sehnsucht und der Leidenschaft, mit der wir etwas uns wünschen und wollen. Und darin steckt die Kraft, dann auch Schritte zu unternehmen, dass wir dorthin kommen. Mhm. Nur hoffentlich geht man die nicht aus. Okay, ja. Gut. Schauen wir mal weiter. Für mich kommt da die Kluft viel deutlicher hervor. Und nicht das Verbindende. Ich habe geglaubt, wenn du fragst, wie es mir im Urlaub gefallen hat und was mich beeindruckt hat, dass es dann dich interessiert, wie es mir ergangen ist. Und dann merke ich, du antwortest mit etwas, was 15 Jahre zurückliegt. Da bin ich hilflos. Ja, dann erzähl doch einfach nochmal ein bisschen was und dann höre ich dir zu und sag mal nichts oder versuch halt. Ja, interessierst du dich denn überhaupt? Ja, schon. Ja? Ja. Und dann war auf. Das war für mich die stärkste Passage in dem Gespräch, weil du da aus meiner Sicht sehr klar gesagt hast, wie es dir geht und was du brauchst.
Nämlich, dass du die Verbindung wünschst, dass du spüren möchtest, dass das ein echtes Interesse gibt an dem, was dich bewegt und was in dir vorgeht. Und aus meiner Sicht hast du ihn damit auch erreicht, weil er hat dann gesagt, ja, dann okay, dann erzähl doch nochmal und ich schau mal, dass ich mich hier anders verhalte. Ich war nicht sicher, ob er eine Klarheit darüber hatte, was genau auf der Verhaltensebene würde denn dein Bedürfnis jetzt tatsächlich erfüllen. Aber ich hatte den Eindruck, dass es ihn als Mensch berührt hat, dass du etwas von dir gezeigt hast und das auf den Tisch gelegt hast und dass es von seiner Seite eine große Bereitschaft gab, darauf auch einzugehen. Auch ohne, dass er genau wusste, wie mache ich es denn. Ja, vielleicht sage ich jetzt meine Zeit lang gar nichts oder ich warte einfach oder höre nur zu. Mhm. Na, das ist ja wieder hoffnungsvoll. Das ist irgendwann schon Lernen. Zumindest, dass die Tatsache, dass du etwas von dir mitteilst, ihn erreicht hat als Mensch und seine Bereitschaft vergrößert hat, dazu einen Beitrag zu leisten. Und der nächste Schritt, weil er selber nicht genau weiß, ja, wie genau geht denn das, wäre, dass du auch lernst, auch noch am Schluss eine klare Bitte auszusprechen. Die hat natürlich noch gefehlt. Yeah. Du hast gesagt, ich bin jetzt sehr hilflos und traurig und da wünsche ich mir mehr Verbindung. In der Form ausgedrückt, da ist eine Kluft, die fast unüberwindbar ist für mich. Aber dem hat er das Bedürfnis offensichtlich auch entnommen. Ja. Und was da der nächste Schritt noch wäre, dass du klar sagst, und was mir helfen würde, an der Stelle mehr Verbindung zu spüren, ist, wenn du Folgendes tust. Wenn du mir eine Rückmeldung gibst, was hast du denn verstanden von dem, was mich da so bewegt? Jetzt, das Letzte, was wir gehört haben, war, dass du gesagt hast, interessiert dich das überhaupt? Und das ist eine wichtige Frage. Wenn du es allerdings in dieser Form stellst, weiß nicht, wie viele Leute in der Lage sind, hier tatsächlich eine ehrliche Antwort zu geben, wenn die Antwort Nein wäre. Ja, also muss ich wieder eine offene Frage stellen. Ja, sinnvoller noch. Wie ist es denn für dich, wenn ich von dem das, von meinem Urlaub erzähle? Ja. Wie kommt das bei dir an? Also das ähnlich, wie du es ganz am Anfang mal gemacht hast, wie nimmst du das eigentlich auf, was ich dir gerade erzählt habe? Aber ich habe deinen Mut geschätzt an der Stelle, auch diese sehr klare, geschlossene Frage zu stellen und sagen, interessiert dich das überhaupt? Wenn du an der Stelle sagst, doch, ich bin wirklich interessiert an einer ehrlichen Antwort und ich lebe lieber an der Stelle mit dem Nein eigentlich nicht wirklich, wenn sie offen auf den Tisch legt, dann können es natürlich ihn auch ermutigen, indem du sagst, bevor du antwortest, ich möchte nochmal sagen, mir ist es lieber, ich kriege hier ein ehrliches Nein, dann weiß ich, woran ich bin. Ja? Und bitte, bevor du antwortest, mach dir klar, ich möchte eine ehrliche Antwort haben. Bitte sag nicht, ja, natürlich interessiert mich das, wenn es nicht wirklich von Herzen kommt und so gemeint ist. Schauen wir uns mal den Rest an. Sie noch dieses eigenartige Licht und ich habe mir überlegt, warum und weshalb. Ich habe gesagt, doch, interessiert mich. Und offensichtlich hat es ja für dich genügend Vertrauen erweckend geklungen, dass du das okay. Dann gehe ich auf deinen vorigen Vorschlag ein. Ich erzähle dir jetzt ein bisschen mehr und dann schauen wir mal, was passiert. Wie gesagt, wenn du einen anderen Beitrag dort noch leisten möchtest, dann wäre es an der Stelle noch eine konkrete, machbare Bitte. In welcher Form möchtest du, dass er reagiert, sodass dein Bedürfnis erfüllt wird? Ich habe eine Sicherheit. Hier interessiert sich jemand für mich und für das, was ich erlebt habe. Das alles in Windeseile von einem Gespräch. Naja, also ein solcher Lernprozess läuft in der Regel so, dass wenn wir die ersten Dinge verstanden haben, sagen, ah, ja, das leuchtet mir ein, das probiere ich jetzt aus, dass wir in der Regel erst in einem Gespräch hinterher darüber reflektieren, ah, wie hätte ich es denn, wenn es nicht so gut gelaufen ist, anders machen können. Und dass man diesen Zeitraum immer verkleinert, bis man dann das erste Mal das Erfolgserlebnis hat, sagt, ich habe es jetzt nicht erst im Nachhinein gemerkt, sondern in der Situation das erste Mal anders probiert. Okay. Das wird dann zunehmen.
Na, hoffentlich. Gut, danke vielmals. Und jetzt im Rückblick auf das Gespräch, was wir jetzt im Einzelnen durchgegangen sind, was ist das Wichtigste, was du von diesem Gespräch mitnimmst? Achten auf geschlossene und offene Fragen ist für mich im Moment das Leichteste, darauf zu achten. Dann das Bedürfnis zu erfassen, wird auch sehr wichtig sein. Aber da glaube ich, brauche ich noch mehr Zeit. Aber die beiden Dinge sind Okay. geblieben. Gut. Danke.